Herzlich willkommen bei meinem Oslo-Blog. Auch Oslog genannt. Bei meinem Oslo-Blog. Okay. Ach, der Oslo. Ja. Guck mal, D. Dabei habe ich Doppel-D. Mein Name ist total versehen. Da, da, da. Lukas. Stefan. Wir fahren wirklich nach Oslo. Du hast eigentlich mit dem Grand Prix gar nichts am Hut. Was wir machen, wird viel lustiger. Ja, natürlich. Origineller, kritischer. Freitagmorgen. Ich fühlte es seit 7.15 Uhr. Ja. Willkommen in Oslo. Willkommen in Oslo. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass wenn man die Dinger hier in diesem Umfeld sieht, dass die nicht ganz so grauenhaft sind, wie man aufgrund der Videos annehmen konnte. Das kann ich durchaus bestätigen. So ein bisschen kam Nebel, nur nicht so natürlich. Ja, I'm sorry. Es gab die Kombination sozusagen von Trickkleid und LED-Bühne. Es gab einen freundlichen Finn, der hat uns rumgeführt. Er ist verantwortlich für die Pyrotechnik und das Ganze, was sich irgendwie bewegt auf der Bühne. I will show you one thing. Lena. Hättest du gerne zwei Kinder mit ihr oder mehr? Lena, gestern habe ich mir überlegt, ich hätte dir ein Mixtape aufnehmen sollen. Das wäre geil gewesen. Naja. Sie hat wirklich immer noch so einen Charme und sie hat so eine Mischung aus unglaublicher Naivität und unglaublicher Abgebrühtheit. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass ich den Hype nicht gemacht habe. Gestern war der offizielle Empfang im Rathaus. Katharina! Katharina! Hella! Hey! Lena! Ich glaube, es gibt kaum einen Song, den wir beide so sehr hassen wie Dänemark, oder? Lena war ganz okay. Sollte zum Sieg reichen, oder? Nein. Ben? Ja? Der Verlierer muss am Tag nach dem Grand Prix vor dem Oslo Hauptbahnhof Satellite von Lena Meyer-Landrut singen. Hauptbahnhof, love, oh love. I gotta tell you how I feel about you. Fortsetzung folgt. Stefan. Lukas. Wir sind jetzt in Düsseldorf. Düsseldorf. Es gab diese formschöne Tasche. Gummi. Das sind keine Bärchen. Was ist denn das? Text ist schlicht, aber unwahrscheinlich. I will be popular. Wie damals im gleichberechtigten DDR-Kinderfernsehen kam dann die Sandfrau. Man kann das total albern finden, womöglich ist es das auch, aber man kann sich gleichzeitig dabei gut unterhalten fühlen. Lukas, würde man diese Musik auch hören wollen, wenn man sie nicht sehen könnte? Gitteriani. How do you like it here? Für uns hat der Oberbürgermeister dann nochmal das siebte Glas Wein weggestellt und nüchtern deine harten Fragen beantwortet. Ist Düsseldorf eine Stadt, die das alles locker wegstecken kann?
ja, die das locker wegstecken kann. Das ist eine Stadt, die das möchte. Frau Engelke. Ja. Hatten Sie keine Sorge bei diesem Engagement, Ihren hart erarbeiteten Ruf als ernste Komikerin zu riskieren? Ich wollte das jetzt nochmal erklären, was denn da passiert ist. Das kann ja jetzt nicht ein Jahr gedauert haben, dieses verdammte Mixtape zu überreichen. Andererseits hat Lukas inzwischen auch eine andere. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I, can't go a minute without your love. Wir haben es gewusst und wir können es beweisen. Der Gewinner. I've been coming to Eurovision 9 years. Now I'm proud as never before that I'm the first Azerbaijani who came to Eurovision and brought our flag. Für den Moment verabschieden wir uns vom Düsseldorfer Hauptbahnhof, sagen Merci Baku und Grand Prix da sehen. Hallo, mein Name ist Roman Loh und ihr schaut den Baku-Blog.